Was machst du? Was macht diese? Wo diese hier? Was sind vorher diese? Scheiße, was machst du? An und für sich. Ja, und ich wusste der so. Ich hab ihn gerade gemacht. Also, erst mal die 15 Sekunden bei. Aua. Ich hab sogar noch Mühe rein. Ich hab leider Tränen in die Augen. Scheiße. Aha. Okay. Aua, ist der was. Ja, also. Ja, jetzt. Hey, ich hab gesagt, also, da steht drauf. Hot, heiß. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob man da die Schuldfrage nochmal stellen muss, aber ich glaube mal ein amerikanisches Gericht würde behaupten. Ja, aber da steht drauf, hot, heiß. Ich kann doch kein Englisch. Nein, aber heiß ist nicht heiß. Legastheniker? Nee, aber was jetzt? Er wieder. Habe ich die Ehre? Jetzt kennt uns noch, gell? Ja, natürlich nicht. Nee, grüßen tut er nicht so wirklich. Nein, der hat mich auch nicht erkannt. Habe ich die Ehre? Grüß dich! Kennst du uns gar nicht mehr mit dem anderen Auto, gell? Ja, freilich. Schon, oder? Filmdraht. Filmen die wieder? Mach ich die Nein, er meinte uns. Ach so, mach's gut, gell? Was war das? Ja. Du musst die Kette mal wieder schmieren. Ach so. Was ist das für ein Bike, mit dem er fährt? Dann würde es keine Aggressionsattacken geben und keine Leute, die völlig austicken, weil du einfach sagen kannst, grüß dich, ich heiße Elias, Servus. Darf ich da vielleicht kurz rein? Das wäre super freundlich von dir. Ja, natürlich darfst du rein. Ich heiße Hans-Peter Paul. Ja. Fahr rein. Danke, einen schönen Tag wünsche ich dir. Ja, danke, den wünsche ich dir auch. Und übrigens, coole Sonnenbrille. Danke, cooles Auto. So, dann war keiner jetzt wieder. Weißt du, Mann? Ich bin gestern durch eine Ortschaft gefahren, im genaueren Unterwössen, also auf Unterwössen, ja. Und mir ist ein 3er BMW-Fahrer, der blinkt komplett, ja, komplett, so, die komplette Zeit aufgefahren. Aufgefahren. Dann habe ich kurz Warnblinker angemacht, dann hat sich brutal provoziert gefühlt. Ich war so, hey, ey, vor mir fahren Autos, wir haben eine Ortschaft, Kinder rum, hey, da hätte ich mir das auch gewünscht, dass ich hinten sage, hey, du, geht nicht schneller gerade, vor mir sind auch Autos. Und außer, dass du mich voll stresst, wenn du einen halben Meter auffährst, bewirkt man nicht wirklich was. So, hey, wie heißt du eigentlich? So, wir holen unseren Soundmann, den Florian, jetzt von deinem Zuhause ab. Der wohnt im olympischen Dorf. Aber nein, er ist kein Olympionik natürlich. Definitiv. Auch wenn er so ausschaut, nicht. Er ist genauso ein Schwartling wie wir. Genau. Und aber dafür macht er geilen Sound. Ja, ja, yep. Absolut. Er jojot so vor sich hin. Was macht denn die? Hallo, hallo, hallo. Dirndl, die ist rot. Ui. Ui. Kraftaufwand. Deswegen glaube ich, dass die Straße die wahre Innovation war und nicht das Rad. Also gar nicht das Fahrrad, sondern das Rad im Allgemeinen. Die Idee, dass ich was platt mache und dann rollt was saugut, weil das Sachen rollen war relativ schnell klar. Die haben runde Steine gehabt. Ja, aber ich glaub, dann war man so, fuck, auf einer Wiesn rollt das nicht gescheit. Hey, ich glaub, machen wir es platt. Aber hat man zuerst die Straße gebaut und dann das Rad erfunden? Nein, aber ein Rad war ja da. Es waren ja Baumstecker da, es waren Steine da, es war ja alles da. Das war ja schon da. Aber was definitiv nicht da war, war eine Straße. Es war ein Fluss da. Ebene Flächen. Da fahren wir mit dem Radl auf einer Wiesen. Ja, aber es hat. Die nicht ein Bauer seit 200 Jahren grob macht. Sondern Gestrüpp und Zing und Zeig. Ja, aber es gab sicherlich ebene Flächen. Es gab nicht nur Gestrüpp und Zeig. Es gab sicherlich ebene Flächen davor. Doch, glaube ich schon.
Also ganz natürlich ebene Flächen. Ja, zusammentritt von den Menschen. Und dann haben sie halt einen Stuhl und gesagt, oh, das ist auch gut hier. Aber also, ein Rad ohne Straße ist ziemlich sagt, scheiße. Keiner sagt, schau hier Straße. Oh, ja, natürlich geil. Nicht, weil das Radl immer so der Player ist. Oh, schaut her, ich bin ein Radl, ich bin so cool in der Straße. Ist ganz geschmeidig am Boden und sagt, hey, geil. Ich bin die Straße. Wiederum brauchst du für eine Straße eine Dampfwalze, welches ja auch irgendwie ein Rad wäre. Aha! Nee, es ist eine Walze und kein Rad. Ja, aber es ist ein Rad. Es ist ein riesiges Rad. Es ist ein riesiges Rad. Immer gut beladen, Leute. Genau. Danke, Toni. Toni, danke. Aber danke. Der Meister Belader. So bleibt's. So ist gut. Aua. Jetzt geht's nach Kempten. Glaubt ihm kein Wort, er spricht mit gespaltener Zunge. Aus Namibia und sein Vater lebt noch dort. Er hat eine alte G-Klasse der Marke Mercedes-Benz gehabt und das war aus den 80er irgendwann, mit der 80er Baujahr sowas. Natürlich macht der Fahrer macht auch einiges aus, also das ist natürlich, man muss eine Einheit sein mit seinem Fahrzeug. Ähnlich wie Johannes mit dem Jan-Uwe. Dann taufen wir jetzt dann demnächst auf Jan-Uwe. Ja, Mann. Das wäre fatal. Der Johannes macht die Timbales. Ich hab deine Zwischenstufe. Düsse! Richtig geil gefunden. Bitte mach die wieder. Zerstörer. Aus München! Geil. Johnny gestern war er auf der Bühne. Nein. Das macht er eigentlich nie. Ich weiß nicht, was da los war gestern, aber dann hat er auf einmal. Schreit er ins Mikrofon. Düsse! Aus München! Okay, so, jetzt wird der Banner aufgehängt. Der Salon in Kempten, Wahnsinns-Location. Der Salon in Kempten, Wahnsinns-Location. Sau liebe Menschen alle, sogar eine deutsche Meisterin im Tischtennis. Ich bin völlig aufgeregt und heute gibt es Pizza und wir können Tischtennis spielen. Also, ich weiß nicht, what's next? Also, mehr geht nicht. Irgendwas stimmt hier nicht.